Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen, ganz ungeplanten Video. Ich habe nämlich von der guten Merima was geschenkt bekommen. Und das möchte ich euch gerne zeigen, auspacken, testen. Und zwar ist es nicht nur ein, ihr seht ja, es ist ein, also ist jetzt, wenn ihr das seht, es ist nicht. Es ist kein Echo, ja, also. Es ist nämlich der Standfuß für Echo Show 8 mit einem eingebauten Akku drin. Da können wir das auch nochmal sehen. Batteriebase ist dann für Echo Show ES8. Ja, packen wir das einfach mal aus. Wenn er genau wie der Standardfuß ist, der hier unten reinkommt, dann ist es egal, welchen Echo ihr habt. Erste Generation, zweite Generation, bei der dritten, nee, ich habe die dritte Generation, glaube ich. Oder nee, das ist die zweite Generation. Ja, keine Ahnung. Nee, zweite. Bei der dritten Generation ist die Kamera in der Mitte. So. Aber da sollte das eigentlich auch identisch sein, dann sollte der daran passen. Nee, ist noch mehr. So. Sieht auch besser aus als der, den ich jetzt benutze. Ich benutze nämlich meinen alten vom Echo Show 8, zweite Generation, aber der ist weiß. Und so kann ich den auch sehr mitschleppen. Wir gucken erstmal rein, was wir hier noch haben. Thank you. Das ist aber nett. Die bedanken sich. So, dann haben wir hier eine Anleitung. Sogar hier steht fett Deutsch. Ja, aber das ist alles selbsterklärend, würde ich sagen. Kann man neigen, also bräuchte man nicht Papierverschwendung. So. Wo haben wir denn hier den Anfang von der Tüte? Ach ja. Na komm doch. Na, wirst du wohl. So. Wegpacken. Das ist praktisch die Plattform, also vom Standfuß. Hier ist die Aussparung, das ist magnetisch und dann halt die Form habt ihr ja gesehen. Und im Gegensatz zum Standard-Standfuß ist dieser ziemlich dick. Wir haben hier auch einen Ein- und Ausschalter, wie ihr seht. So. Wir haben vier Gummifüße, also zum Anti-Rutsch. Batterie, Base, Echo Show 8, Modell ES8, Input 18V gleich, oh Gott, 1,67A. Made in China. So. Und das ist die Rückseite. Da haben wir dann halt praktisch hier den Stecker, den wir dann in den Echo reinmachen werden. Und um es zu laden, können wir dann natürlich den ganz normalen Echo Stecker hier reinmachen. Dann wird es hier laden. Oder beziehungsweise fließt es durch. Und wenn wir es dann mal nicht brauchen, abschließen. Der bleibt natürlich am Echo dran und dann können wir den Echo mit hin und her schleppen. Zum Beispiel auf Toilette. Und hier haben wir auch noch ein USB Out 5 Volt, also 5V 2,1A. Das ist gut. Das ist sehr gut, dass ich da den USB auch habe. Da kann ich meine Küchenlampe dran laden.
ohne immer den Stecker, den Wandadapter rauszusammeln. So, jetzt machen wir das aber einfach mal rauf, damit ihr seht, wie das funktioniert. So, einfach hier rauf und es ist schon fest, ja? Wirklich ganz einfach. Weil es ist hier magnetisch. Oder der Echo ist magnetisch, eins von beiden halt. Und es ist auch, ja, das Einzige, was jetzt wackelt, ist der Tisch, weil es kann hier nicht hin und her wackeln, weil es ist hier, ja, dann nehmen wir diesen Stecker hier. Ach, der ist auch fest. Ja, das ist einfach nur Plastik, ein bisschen Gummi, damit das hält. Aber reicht vollkommen aus. So, und dann haben wir den da rein. Ja, und wie ihr seht, hat der auch hier so einen kleinen Knick. Dadurch können wir den natürlich hier biegen, ohne dass der Kabel abgeht. So, jetzt muss ich das mal kurz etwas höher machen, damit ihr seht, dass das auch alles funktioniert. Auch ach, ist gerade ein bisschen dreckig. Die Kleine war dran, wo wir Kuchen gebacken haben oder beziehungsweise Plätzchen gemacht haben. Dadurch ist jetzt das Display ein bisschen dreckig. So, jetzt schalte ich ihn. Hier unten ist, wie gesagt, der Knopf. Ich halte jetzt hier gedrückt und schalte es einfach mal ein. So, jetzt habe ich hier 4 blaue Punkte. Und wie ihr seht, geht der Echo jetzt auch ein. Und wie ihr seht, er startet ganz normal, wie jeder Echo auch. Wenn ihr natürlich jetzt Angst habt, dass der Akku hier die ganze Zeit beladen wird, wenn ihr den hier reinmacht, also die normalen Echo-Kabel hier reinmacht, könnt ihr auch natürlich, wenn ihr ihn nicht benutzt oder ihr ladet ihn halt voll und wenn er voll geladen ist, nehmt ihr den Kabel raus hier hinten. Macht ihn hier rein. Der ist ja voll. Nimmt den Kabel hier raus vom Echo. Also der zum Original-Echo eigentlich dazugehört. Und macht ihn hier rein. Das würde auch gehen, wenn ihr da Angst habt. Ja. Ach. So, ich stöpsel ihn nochmal an. Wir gucken uns das jetzt nochmal an, dass er auch wirklich startet. Ich glaube, ihr solltet da sehen können. Ja, und so könnt ihr, seid ihr halt nicht mehr gebunden auf ein Kabel oder so. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht die Standardzeit. Steht hier auch, glaube ich, nicht drin. So, da haben wir doch. So, die LED. Wir haben hier vier LEDs. LED 1, 1 bis 25. Also wenn sie voll ist oder halb nur dargestellt wird, die LED, haben wir 1 bis 25% Akkuleistung. Eine voll, eine und eine zweite an oder die zweite halb an heißt 25 bis 50%. Zwei voll, die dritte entweder komplett an oder so halb, heißt 50 bis 75%. Alle vier an oder wenn die vierte halt so halb ist, sind es 100 bis 75%. Ich denke mal, die meinen, wenn alle vier an sind, sind es 100%. Wenn drei an sind und die vierte so halb, sind es 75. So in etwa kann man sich danach richten, denke ich mal. Ein- und Ausschalter, 2 Sekunden lang gedrückt halten, also ich zeige euch die Mod.
eine Sekunde drückt halten zum Ausschalten. Acht Netzteil. Ja. So. Eigentlich lasse ich auch. Modell, ja. 5000 mAh Akku ist da drinne. Und der soll Ladezeit soll er 5,5 Stunden haben. Also wenn der Akku leer ist, vom Standfuß 5,5 Stunden, bis er komplett voll ist. Spielzeit etwa 7 Stunden unter 100% Lautstärke. Etwa 9 Stunden unter 50% Lautstärke. So viel habe ich gar nicht laut in der Küche. Im Standby-Modus circa 11 Stunden, wenn Echo Show eingeschaltet ist. Oder nur spielt oder Pause. Ja, also ich denke mal, ich bin so etwa bei 50%, ein bisschen drunter. Also sollte ich so knapp 9,5 Stunden, vielleicht weil ich ja noch drunter bin, 10 Stunden, sollte ich den Akku benutzen können. Ah, muss man mal gucken, was der so hergibt. Also er ist jetzt voll geladen. Es leuchten wirklich alle Vierer auf. Ich werde den jetzt so wie er ist in die Küche stellen und werde mir jetzt hier eine Stoppuhr anmachen. Stoppuhr. Start. Und wenn der ausgeht, werde ich das dann. So. Wieso leuchtet das Bild von dem Profil von meiner Tochter hier auf? Okay, also wenn ich das Kinderkonto jetzt anmache, dann sagt er Eigentümer. Ja, das muss ich auf jeden Fall nochmal verifizieren, dass die Kleine dann mit ihrem einfach hier raufklickt und dann mit ihrem Profil Musik und so hören kann. Obwohl es ja sowieso eigentlich alles bei mir in der Playlist ist. So. Ich werde den jetzt, wie gesagt, testen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Vielen, 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 vielen Dank an Mirima. Ich kann mir jetzt mein Echo mitnehmen, weil der Standfuß ist schön klein, ins Badezimmer, auf Klo, beziehungsweise auch wenn ich in der Wanne bin, mache ich mir so, kann Netflix, YouTube, Prime Video und so gucken. Ja. Und entspanntes Bad nehmen. So ist er doch schön. So gefällt mir das. Das ist geil. So, nichtsdestotrotz, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.